Bei einem kompletten Stillstand der Produktion in den europäischen Opel-Werken muss General Motors täglich Verluste von rund 30 Millionen Euro verkraften. In Bochum ist der Ausfall mit etwa 4000 nicht gebauten Autos am größten. In Antwerpen rechnet Opel mit 2000 weniger Astras als geplant. In Rüsselsheim werden etwa 1000 PKWs fehlen und bei Vauxhall in Ellesmere Port 800.